Hallo und herzlich willkommen zu Brennpunkt, Ihrem Krone-Talk. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, das war gestern doch ein ziemlicher Paukenschlag. Nach 15 Jahren in der Politik, zahlreichen Erfolgen und zuletzt auch größeren Skandalen zieht sich der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache völlig aus der Politik zurück. Ja, und auch das Wahlergebnis vom Sonntag birgt genügend Gesprächsstoff für diese Runde, wie es denn mit der FPÖ weitergehen wird. Und dazu haben wir 4 Gäste geladen, die in ähnlicher Zusammensetzung auch schon vor der Wahl bei uns waren. Also Sie bekommen heute das volle FPÖ-Status-Update bei uns in der Sendung und ich begrüße sehr herzlich. Andreas Mölzer gilt als blaues Urgestein und als FPÖ-Vordenker. Er rät von Koalitionsgesprächen mit der ÖVP ab und fordert eine drastische Neuorientierung der Partei. Er sagt, die FPÖ muss sich neu gründen, wenn sie überleben will. Doris Vettermann ist eine sehr geschätzte Kollegin und Politikjournalistin bei uns im Haus der Kronenzeitung. Ob jetzt nach der Strache-Suspendierung die Hackeln besonders tief liegen, das wird eine meiner ersten Fragen an Sie sein. Robert Luger war bisher Abgeordneter zum Nationalrat für die FPÖ, verpasste aber nun durch das schlechte Wahlergebnis der FPÖ den Wiedereinzug. Ich werde ihn fragen, was denn der Grund für das schlechte Ergebnis seiner Meinung nach sein kann. Und Christoph Haselmeier ist Meinungsforscher beim OGM-Institut und Politikexperte. Seine Erklärung für das Wahlergebnis, Spesen und Luxusleben kamen bei den kleinen Leuten schlechter an als Ibiza. Kann ein Comeback der Freiheitlichen gelingen? Oder wird Heinz-Christian Strache eine zu große Lücke hinterlassen? Sagen Sie uns Ihre Meinung auf krone.at, Facebook oder über Twitter. Wir sind gespannt, was Sie dazu zu sagen haben. Und eine kurze Zusammenfassung der sehr ereignisreichen letzten Tagen, die sehen Sie jetzt. Und das bedeutet, dass ich nicht nur meine Parteimitgliedschaft ruhen stelle, sondern dass ich mit dem heutigen Tag auch jegliche politische Aktivität einstelle und auch kein Amt und keine politische Funktion mehr anstrebe. Mit diesen Worten hat Heinz-Christian Strache am Dienstagvormittag seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Noch am Abend wurde der ehemalige Parteichef vom FPÖ-Bundesparteivorstand einstimmig suspendiert. Das Ibiza-Video, die Spesenaffäre und der darauffolgende Absturz der FPÖ auf 16% bei der Nationalratswahl haben die FPÖ zum Handeln gezwungen. Die Partei will sich jetzt neu aufstellen. Eine Regierungsbeteiligung strebe man nach der Wahlschlappe nicht an. Stattdessen wollen die Freiheitlichen wieder in Opposition gehen. Norbert Hofer wird als 3. Nationalratspräsident und Herbert Kickl als Clubchef nominiert. Nach außen hin geben sich die Freiheitlichen trotz der Ereignisse gewohnt geschlossen. Die Stimmung im Vorstand sei konstruktiv. Man wolle nun in die Zukunft schauen. Diese ist bei Straches Ehefrau Philippa noch unklar. Sie könnte über ein Wiener Landesmandat in den Nationalrat kommen. Laut Parteichef Norbert Hofer wollte man dazu noch keine Entscheidungen treffen. Wie geht es nun wirklich weiter bei der FPÖ? Wird es zu einem Schlagabtausch mit Strache kommen? Herr Mölzer, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Sie sind einer der führenden Ideologen bei der FPÖ und gelten auch als Urgestein. Wenn Sie sich die FPÖ der letzten Tage so ansehen, ist das die Partei, die Sie seit jeher kennen und in der Sie auch groß geworden sind? Naja, die kenne ich nur allzu gut. Ich habe solche Abstürze schon mehrfach erlebt. 86 unter Steger, 2% in den Umfragen, 2002 Knittelfeld und im Jetzt. Tatsache ist, dass die FPÖ am Sonntag in die politische Intensivstation eingeliefert wurde und im Moment die Ärzte beratschlagen, wie man sie wieder fit kriegt und wie man sie wieder mittels Infusionen oder anderer Mittel entsprechend handlungsfähig macht. Schauen Sie, sie hat noch immer 16%. Sie ist noch immer die dritte Kraft, das ist symbolisch sehr wichtig für die FPÖ, das dritte Lager, dritte Kraft zu sein. Und sie wird sich sicher auch wieder vor diesem Schlag, so wie 2002 oder 1986, erholen. Da bin ich sicher. Der Weg dazu und wie es geht und über welche Themen, mit welchen Personen, das ist jetzt einmal zu diskutieren und das ist jetzt einmal zu durchdenken. Denn eines, glaube ich, ist auch klar. Jetzt haben wir zweimal die Geschichte gehabt, rechtspopulistische Partei unter Haider, dann unter Strache mit Stimmenmaximierung, mit einer gewissen inhaltlichen Beliebigkeit. Je mehr Stimmen, desto besser. Und dann Regierung. Und dann scheitert man. Ne? Und dazu, und das kommt auch mit einem Spitzenmann, der sozusagen mit allen Mitteln gepusht wird, zu einer charismatischen Figur gemacht wird, ein politischer Messias. Ne? Und das impliziert offenbar auch die Versuchung, gewisse Grenzen zu überschreiten. Das hat man bei Haider gehabt und scheinbar bei Strache auch. Und das bedingt eben dann große Gefährdungen. Gefährdungen, die zu solchen Abstürzen führen, wie wir sie erlebt haben, 2002 oder jetzt wieder. Ne? Und da ist die Frage, wollen wir so weitermachen? Wollen wir das jetzt ein drittes Mal machen auf diese Art? Oder
machen wir eine, modulieren wir das politische Agieren der FPÖ auf andere Weise? Ne? Das sollte man vielleicht ein bisschen diskutieren. Da kommen wir auf jeden Fall später noch dazu. Das ist hochspannend, Frau Vettermann. Um noch die letzten Tage aufzuarbeiten, was da passiert ist. Strache kündigte ja gestern an, seine Parteimitgliedschaft ruhen zu stellen. Danach wurde er von der Partei suspendiert. Was bedeutet denn das für ihn persönlich und was bedeutet das für die FPÖ? Ja, für ihn persönlich bedeutet es jetzt, dass seine politische Karriere einmal vorbei ist. Also ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass er jemals wieder zurückkommt. Auch die Spekulationen, die es ja gibt, dass er vielleicht mit einer eigenen Liste antritt. Ich glaube, da würde er sich selbst auch nichts Gutes tun. Also er wird das wohl auch bleiben lassen. Also seine politische Karriere wird vorbei sein. Ob die seiner Ehefrau beginnt, weitergeht, wie immer man das nennen will, wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen. Das wissen wir auch nicht. Einer von beiden wird das Geld nach Hause bringen müssen, weil bis jetzt, wie wir ja nach der ganzen Spesensache wissen, hatten die zwei immerhin 40.000 Euro zur Verfügung, was nicht wenig ist. Und jetzt könnte es dann gar nichts mehr sein vielleicht. Und wird er innerhalb der FPÖ eine Lücke hinterlassen? Was bedeutet Straches Rückzug für die FPÖ? Prinzipiell könnte man davon ausgehen, dass er eine Lücke hinterlässt, was man einfach in den letzten Tagen mitbekommen hat und Wochen. Die Distanzierung der FPÖ von Heinz-Christian Strache war schon enorm. Die hätte man vielleicht am Anfang so auch nicht vermuten können. Ich glaube, er hat auch parteiintern sehr viele Fehler begangen. Es war zu hören, man geht in der FPÖ davon aus, dass er den Medien sozusagen gesteckt und zugespielt hat, dass auch der Zaun rund um das Grundstück von Norbert Hofer im Burgenland von der Partei bezahlt worden ist, einfach um halt zu sagen, nicht nur ich habe Geld bekommen, sondern der Norbert Hofer auch. Und es war natürlich auch eine gewisse Racheaktion. Das rechnet man dem Heinz-Christian Strache zu. Das verzeiht man ihm nicht und das hat man nicht so gern gesehen und das nimmt man ihm sehr übel innerhalb der Partei. Nicht nur Heinz-Christian Strache verabschiedet sich nach sehr vielen Jahren aus der Politik, auch Herr Luger wird sich verabschieden müssen oder verabschiedet sich zumindest vorerst. Sie waren 10 Jahre lang Abgeordnete, das ist durchaus 11 Jahre, das ist eine durchaus lange Zeit. Wie schwer fällt einem denn der Abschied nach so einer langen Zeit in der Politik? Ja, also grundsätzlich ist es immer schwer, wenn man etwas, was man gern tut, nicht mehr weiter tun kann. Ich habe gern Politik gemacht. Ich bin auch gern bei solchen Sendungen und rede über Politik, weil es mir einfach Spaß macht und immer meine große Leidenschaft war. Aber das Leben hört ja deswegen nicht auf. Nicht? Also man kann ja trotzdem Politik weiter kommentieren oder auch noch in anderer Weise sich involvieren. Und das werde ich sicher auch machen, in welcher Form weiß ich noch nicht. Also jetzt mache ich einmal Urlaub, weil ich habe mein ganzes Leben immer unglaublich viel gearbeitet. Und jetzt werde ich mal ein bisschen ausspannen, ein paar Wochen, und dann wird man sehen, was die Zukunft bringt. Und wie schätzen Sie das ein? Was bedeutet dieser Abschied für Heinz-Christian Strache? Na, also, es muss in die Hölle sein. Also, wenn jemand sein ganzes Leben ausrichtet auf ein Ziel, und das Ziel war ja, die FPÖ wieder groß zu machen, das ist ihm ja auch gelungen, dann ist es natürlich persönlich unglaublich schmerzhaft. Das ist keine Frage, nicht? Wenn man dann plötzlich vor dem Nichts steht, noch dazu auch noch die üble Nachrede hat. Er war ja vorher der totale Hero und sozusagen von Hero to Zero, nicht? Also Wahnsinn. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie das sein muss für ihn. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Vorwürfe gegen ihn. Das muss man sich jetzt anschauen, ob da irgendwas halt, auch hält. Wenn da einiges dabei ist, was stimmt, ist es sicher eine unschöne Sache. Also gibt es höchstwahrscheinlich auch Rückforderungen, denn das ist ja ein Unterschied, ob man sein eigenes Geld irgendwie für irgendwas verprasst oder ob man Geld des Steuerzahlers verbraucht. Das heißt, als Obmann hat man, ob das Clubgeld ist, ob das Parteigeld ist, ob das Akademiegeld ist, hat man gewisse Regeln zu befolgen. Und wenn man diese Regeln nicht befolgt, dann gibt es natürlich auch Rückforderungen und vielleicht sogar Strafen. Das heißt, das muss jetzt geprüft werden. Nur ich warne halt, jetzt eine Vorverurteilung auszusprechen. Denn in Österreich gibt es immer noch den Grundsatz, wenn jemand beschuldigt ist, muss man erst schauen, ist da was dahinter. Und was den Zaun vom Hofer betrifft, das ist vielleicht auch nicht uninteressant, ich finde ja die Diskussion total grenzwertig. Denn wir wissen ja alle, wie das gekommen ist. Der Hofer wollte ja gar nicht kandidieren. Er hat sich damals überreden lassen, doch zu kandidieren. Und dann hat es plötzlich geheißen, aber da, wo du wohnst, das ist nicht sicher, das kann man nicht gescheit schützen. Da braucht man einen Zaun rundherum. Und dass er den Zaun dann nicht aus seiner eigenen Tasche zahlt, ist auch klar. Ne? Also ich glaube, dass hier gewisse Dinge vermischt werden. Auf der einen Seite möglicherweise Jacken oder Schuhe oder Handtaschen, die sicherlich nicht in Ordnung sind, wenn es so gewesen wäre. Und auf der anderen Seite ein Zaun, der aus sicherheitstechnischen Gründen einfach notwendig war. Mhm. Herr Haselmeier, als Meinungsforscher sitzen Sie ja immer auf den aktuellsten Zahlen. War das Ergebnis für die FPÖ vom Sonntag denn absehbar oder kam das völlig überraschend?
In den letzten paar Tagen war es absehbar, aber es gab keine einzige Umfrage, die das eingepreist hatte. Warum? Weil die alle davor geschehen sind. Aber Krone.at hat es ja exklusiv gehabt am Samstag, am späten Nachmittag, wo es geheißen hat, die Freiheitlichen werden definitiv weit unter 20% fallen. Also waren hier Vorreiter und die Ersten auch in Österreich. Wir hatten die Ibiza-Affäre im Mai. Die war eigentlich mit dem EU-Parlamentswahlergebnis 10 Tage später schon eingepreist. Das war natürlich ein Megaskandal, aber ich habe das schon öfters gesagt, eher mehr, sage ich mal, für Journalisten, für unsere Blase, in der wir uns persönlich bewegen, Meinungsforscher, Kommentatoren, ja, für die breite Bevölkerung eigentlich nicht. Das war eigentlich abgehakt, 14 Tage später. Warum? Weil sie gesagt haben, naja, da wurde dem Vizekanzler, dem damaligen Vizekanzler, eine Falle gestellt. Er war halt angesoffen. Er wollte halt die blonde Russin, die ja, wie wir jetzt wissen, ja keine Russin auch war, halt beeindrucken. So hat halt das Wirtshaus, der Stammtisch gesprochen. Wo aber die Menschen in Österreich keinen Spaß verstehen und die schauen und lassen sich viel gefallen, ist, wenn es nahe an Korruption rangeht. Ja. Und was ist passiert mit diesen ganzen Vorwürfen, die kurz vor der Wahl aufkamen? Ich sage jetzt einmal Rolex-Uhr, Gucci-Handtasche. Wir haben gerade früher gehört, der Gartenzaun, in dem Fall war es ja die Gartenmauer von Norbert Hofer. Aber speziell die 2.500 Euro Mietzuschuss, ja, und das bei einer vermeintlichen Arbeiterpartei, weil die Freiheitlichen werden mehrheitlich von Arbeitern gewählt, das kommt 10-mal stärker bei den Menschen an und ist angekommen. Und da verstehen sie keinen Spaß mehr. Und gesagt, komm, sie wissen zwar nicht, was ein Vizekanzler an der Strache verdient hat, aber das ist jedenfalls viel. Und 2.500 Mietzuschuss, irgendwann ist Schluss mit lustig. Und dann haben die Freiheitlichen pro Tag 1% verloren. Herr Mölzer, der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache war ja durchaus einer, der die Partei maßgeblich geprägt hat, auch groß gemacht hat, auch sehr viele Erfolge gefeiert hat, auch für die Partei. Kann man einen Strache einfach so abschütteln und weitermachen? Geht das für die FPÖ? Naja, dass das ein schmerzhafter Prozess ist, das ist ja völlig klar. Und ich kenne das ja von Haider auch, wie gesagt, na, das ist wahrscheinlich ohne Brüche gar nicht möglich. Schauen Sie, es gibt kaum Politiker, Spitzenpolitiker, die friedlich, freiwillig und ohne Harm zurückgetreten sind. Wirklich, schauen Sie mal die ÖVP-Obleute an. Das ist ein Bruch nach dem anderen. Ne? Bei der SPÖ ist ja auch nicht ganz lustig zugegangen. Ne? Und mir fällt nur eins, der Hilmar Kabas, witzigerweise, der jetzt nicht unbedingt der große Spitzmann war, als Wiener, der freiwillig gegangen ist und den Strache aufgebaut hat selber. Sonst gibt es eigentlich fast keinen. Ne? Und bei Strache ist das natürlich besonders schmerzhaft, weil es mit Vorwürfen, schauen Sie, beim Haider war es der Bruch, Gründung einer neuen Partei und, dann war es klar. Ne? Und beim Strache ist das nicht der Fall. Er hängt ja an der ganzen Geschichte, verständlich, emotional. Ne? Und er macht so halb zog er ihn, halb zog sie ihn, halb zog. Das ist ja wurscht, das Goethe-Zitat jetzt sehr dahingestellt. Aber die Sache ist die, er hat jetzt zuletzt der Partei natürlich massiv geschadet. Ne? Schauen Sie, auch seine gestrige Erklärung, wenn er die 5 Tage vorher gemacht hätte, am Donnerstag, ne? Dann hätte er der Partei genützt für die Wahl. Er hat es 5 Tage nachher gemacht, wo es nichts mehr nutzt. Ne? Und er hat wahrscheinlich, wie Frau Vettermann richtig sagt, Dinge lanciert nach außen hin, die ihm auch zeigen sollten, zwar ihn vielleicht exkulpieren, sollten aber der Partei geschadet haben. Ne? Und damit ist halt das Kapitel gegessen. Er hat selber gesagt, keine politische Karriere mehr, keine politische Funktion. Und dann muss man das beenden. Schauen Sie, es gibt die Prozesse gegen Grasser und Maischberger und so weiter, die tun der FPÖ überhaupt nicht mehr weh, obwohl das einmal FPÖ-Politiker waren. Und genauso wird es bei Strache sein, was auch immer kommt, wenn die Sache erledigt ist, gegessen ist, dann kann sich diese freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft sagen, okay, wir machen einen Neubeginn, unbelastet von diesen Dingen, die sollen aufgeklärt werden, aber es ändert nichts mehr daran. Ne? Und in der Situation ist die FPÖ jetzt. Ne? Aber ganz so vergessen scheint das ja doch nicht zu sein. Also er hat gestern ja auch noch einmal seiner Ehefrau zu ihrem errungenen Nationalratsmandat gratuliert. Unklar ist es, ob sie es jetzt annehmen wird oder nicht. Wie sehen Sie das, Frau Vettermann? Würden Sie es ihr raten? Oder also sie wird es wohl annehmen. Das ist schon klar. Die Frage ist, kriegt sie es auch? Weil sie ist als Drittgereihte auf der Wiener Landesliste. Hätte das eigentlich nicht. Die Frage ist jetzt, ob der Harald Stephan, der vor ihr gereiht ist, dieses Landeslistenmandat annimmt oder über den Wahlkreis kommt, dann könnte sie nachrücken und hätte das Mandat. Das ist aber eben noch nicht klar, wie das genau funktioniert. Sie würde es wohl gerne annehmen, weil, wie schon vorher gesagt, ein Einkommen wird die Familie Strache brauchen. Und daher ist es eigentlich auch verständlich, dass er sie da jetzt pusht und
ihr zu dem Mandat, das sie noch gar nicht fix hat, einmal gratuliert. Was ich aber vorher noch sagen wollte, auch im Gegensatz zu Jörg Haider, der ja auch, selbst wenn es den Bruch gab, aber für viele Freiheitliche ja immer noch die große strahlende Figur, der große Held ist, da fand ich schon bemerkenswert, wie sehr es mit dem Heinz-Christian Strache da bergab gegangen ist und wie sehr sein Stern da eigentlich auch innerhalb der freiheitlichen Gemeinschaft verglüht ist. Mhm. Herr Luger, hat man sich da verkalkuliert, indem man Philippa Strache auf Platz 3 der Wiener Landesliste gesetzt hat? Wieso verkalkuliert? In welcher Hinsicht verkalkuliert? Ja, wenn jetzt im Raum steht, dass es nicht annehmen soll, dass das vielleicht schädlich sein könnte für die FPÖ? Oder soll es annehmen? Es gibt ja zwei Dinge, die da abgewogen werden müssen. Auf der einen Seite nimmt sie es an, ja? Also will sich das auch antun, denn das ist ja auch für sie eine gewisse Belastung, da im Parlament zu sitzen und möglicherweise auch mit Anfeindungen medialer Art umzugehen. Ich habe das einmal mit der Frau Lindner erlebt, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, die hat sich ja auch eine Zeit lang ins Parlament gesetzt und ist dann innerhalb von 3 Wochen unter dem massiven Druck der Öffentlichkeit zusammengebrochen und hat sich wieder verabschiedet. Das heißt, das muss man ja auch aushalten, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, ob die FPÖ durch interne Umstellungen das auch ermöglicht. Das ist ja auch noch die Entscheidung der FPÖ. Der Herr Hofer hat ja auch gesagt, dass er sich das noch überlegt. Und das muss man einfach abwarten. Das katastrophale Wiener Ergebnis spricht dagegen. Weil der Absturz, den Wien erlebt hat, auch mit der Frau Strache auf der Liste, das ist beispiellos. Mhm. Herr Haselmeier, was auch immer wieder im Raum steht oder was gestern auch noch mal befeuert wurde, die Website liste-strache.at ist reserviert. Mhm. Ist da was in Planung? Kann da was kommen oder ist das ein schlechter Scherz von irgendjemandem, der lustig sein wollte? Vielleicht von dem Anwalt, ne, der das Ganze gezündet hat, kann ich mir vorstellen. Also eine Website zu reservieren, das kann eigentlich jeder in Wirklichkeit, von uns auch, die auch hier am Tisch sitzen. Ich würde es nicht ganz ausschließen, eine Liste Strache, aber sehe doch eher, dass es zu keiner Strache-Partei speziell in Wien kommt. Warum? Wer soll das finanzieren? Ich habe mir das letzte Mal auch hier aufgeregt schon über das neue Parteientransparenzgesetz, 7.500 €, wo ich klar auch gesagt habe, neue Parteien, neue Bewegungen, die schließt man de facto aus, ja? Weil ich kann einmal im Jahr 7.500 € spenden. Ja? So, jetzt wissen wir mal, wie viel ein Wahlkampf in Wien circa kostet. Das sind mehrere Millionen, wenn man ihn gescheit macht. Ja? Das heißt, Strache bräuchte da 300 Leute, zumindest die 7.500 € spenden, sehe ich nicht, dass er die zusammenbekommt. Ich glaube aber auch nicht, dass er jetzt mehr so viele große Fans, vor allem, wie Mölzer richtig gesagt hat, nach dem desaströsen Ergebnis mit rund um die 12% in Wien, dass er da große Fans hat innerhalb der eigenen Partei, die ihm vielleicht noch die Mauer gemacht haben bis vor der Nationalratswahl, aber mit dem Ergebnis in Wien ist da definitiv Schluss damit. Also auszuschließen ist es zwar nicht ganz, aber eher sehr unwahrscheinlich, vor allem finanziell, aber auch personell. Herr Mölzer, wir kommen zum Wahlergebnis. Es waren 16%, das haben wir schon mehrfach gehört in der Diskussionsrunde. Das ist ein Minus von -10%. Woran lag es denn ganz genau? Waren es die Inhalte, war es die Doppelspitze, war es die Spesenaffäre? Was war es denn? Naja, das war alles zusammen. Ne? Schauen Sie, eine 500.000 Wähler zu verlieren, ne? Zum Teil Hälfte Nichtwähler, Hälfte zur ÖVP, das hat natürlich wirklich seine Gründe. Und da kann eine Partei nicht zur Tagesordnung übergehen. Ne? Das ist völlig klar. Da muss man also sagen, woran liegt es? Und ich glaube, es liegt natürlich an diesen Skandalen, angefangen von Ibiza, wobei man schon in Erinnerung rufen muss, abgesehen vom inakzeptablen Inhalt, was damals gesagt wurde, abgesehen von der inakzeptablen, vom Spesenexzess, die Orchestrierung, ne, wie das zustande gekommen ist und zuletzt noch eine anonyme Anzeige, auf die die Staatsanwaltschaft auch sofort anspringt und das alles 5 Tage vorher, das ist schon so, dass das alles keine Zufälle sind, sondern das ist schon eine Kampagne, die von wem auch immer, ich will da keine Verschwörungstheorien in den Raum stellen, gegen die FPÖ gefahren wurde und erfolgreich gefahren wurde. Ne? Dass man selber was dazu getan hat, ne? Weil ohne Substrat kannst du das nicht machen, ne? Das steht außer Frage. Das heißt also, die FPÖ wird grundsätzlich hinterfragen müssen, ne? Ob das System des Populismus, ne? Mit der Stimmenmaximierung, ob die Fokussierung auf einen Spitzenmann, ob das Richtige ist. Man kann zwar immer wieder Erfolge einfahren, man kann in 10 Jahren, 15 Jahren aufbauen, eine große Partei in eine Regierung führen und man scheitert dann. Das ist scheinbar impliziert in diesem System. Das heißt, ich muss da umdenken, ich muss einmal sagen, wir müssen das anders machen. Noch ein drittes Mal das Gleiche, jetzt suchen wir uns einen neuen Messias, den pushen wir dann hoch zum großen Star. Also ich erlebe es dann so,
sowieso nicht mehr. Ne? Und dann scheitern wir wieder. Das hat ja keinen Sinn. Ich muss was im System ändern. Ne? Frau Vettermann, vielleicht noch Differenzierung, ja. Nur noch anschließend, weil auch in diesem Wahlkampf die FPÖ sich auf das Klimathema gesetzt hat und auch Klimaschutz zu einem ihrer wichtigsten Themen gemacht hat. War das vielleicht ein Fehler? Spricht das die FPÖ-Wähler nicht so an? Das spricht die FPÖ-Wähler wahrscheinlich gar nicht an, oder? Sagen wir so, ich glaube einfach, da hat die FPÖ ein riesiges Glaubwürdigkeitsproblem. Die FPÖ war immer die Partei, die in Zweifel gestellt hat, dass es den Klimawandel, den vor allem vom Menschen gemachten Klimawandel oder die Klimakrise überhaupt gibt. Und plötzlich steht die FPÖ da und will sozusagen wie die besseren Grünen sein. Das geht sich einfach auch inhaltlich nicht aus. Und ich glaube, das hat ihnen niemand abgenommen, auch die potenziellen blauen Wähler nicht. Aber zu dem, was Sie vorher noch gesagt haben, nach Ibiza hat es die FPÖ natürlich sehr gut geschafft, sich da aus der Affäre zu ziehen. So mit den Erklärungen, die sie jetzt auch wieder gegeben haben, versucht das ganze Video alles zu kriminalisieren, zu sagen, da sind böse kriminelle Mächte dahinter gestanden. Außerdem eben, es war die berühmte psoffene Geschichte, so nach dem Motto, wer hat denn das noch nicht gemacht? Und es ist ja eigentlich nichts passiert. Das ist natürlich, diese Erklärung hat mit der Spesenaffäre, das hat nicht mehr funktioniert. Ich möchte vielleicht gleich da anschließen, Herr Luger. Ganz verstehen tut man es ja nicht. Also warum wogen bei den Wählern Ibiza und auch die Casinos-Causa weit weniger als diese Spesengeschichte? Ja, also vielleicht nochmal auf das zurückzukommen ganz kurz. Wir sind ja nicht in der Regierung gescheitert oder an der Regierung gescheitert, sondern wir sind ja an Vorgängen gescheitert, die vorher passiert sind. Ne? Das heißt, das ist ja auch ein kleiner Unterschied zu früher, weil früher sind wir tatsächlich beim Regieren gescheitert. Das heißt, wir konnten deshalb nicht regieren, weil es interne Spannungen gab und man mit dem Vorhaben der Regierung nicht einverstanden war, mit dem Agieren der Regierungsmitglieder nicht einverstanden war. Ich habe das selbst erlebt damals mit der Rispassa, die dann auf Kritik der Funktionäre dann einfach alle ausgeladen hat und mit keinem mehr sprechen wollte. Das heißt, das gab es ja jetzt nicht. Wir haben ja eine sehr, sehr gute Regierungsarbeit gemacht. Es waren alle einverstanden, alle zufrieden. Wir haben zwar auch leicht verloren, das ist ja sozusagen der zweite Anteil. Man kann ja nicht von den 26 die minus 10 rechnen von jetzt, sondern wir hatten ja im Laufe der Regierungszeit schon einen leichten Verlust, was ja ganz natürlich ist, wenn eine starke Oppositionspartei plötzlich regiert, dass da ein paar abspringen. Aber gescheitert sind wir nicht, nicht am Regieren, sondern an den Vorgängen von Ibiza. Und da sind wir jetzt bei der Frage. Das heißt, warum ist Ibiza eher toleriert worden wie diese Spesen, diese mutmaßliche Spesenaffäre, muss man ja sagen. Mutmaßlich, denn wir wissen noch nicht einmal, was uns vorgeworfen wird. Das heißt, oder was ein Spesenexzess ist, das kann man ja, aber nicht leugnen. Wir wissen ja noch nicht genau. Ich will nicht sagen, dass es kriminell ist, aber ein Exzess ist. Es war ja, aber was genau? Was genau? Na, genau, wenn ich meine Gattin anstelle für 10.000 Euro, dann ist das ein Exzess. Ne? Das na, grundsätzlich ist es natürlich ein Problem, wenn man einen Verwandten anstellt. Es gibt da übrigens auch im Parlament ganz klare Regeln dazu. Genau. Das heißt, man darf als parlamentarischer Mitarbeiter zum Beispiel nicht einmal einen Schwager anstellen. Das geht nicht. Das heißt, da gibt es Regeln. Wie die Regeln aussehen im Club und so, müssen wir sich anschauen und in der Partei. Aber grundsätzlich ist natürlich der Bürger ganz empfindlich, wenn man das Gefühl hat, wenn man das Gefühl hat. Es geht ja nicht darum, ob es wirklich so ist, dass jemand den Hals nicht vollkriegt. Das heißt, wenn jemand eh schon gut verdient und dann auch noch in Saus und Braus lebt und dann zusätzlich noch, keine Ahnung, irgendwas abrechnet, was total grenzwertig ist, da wird es natürlich dann unschön. Und ich glaube, das ist das, was man ihm vorwirft. Gesehen habe ich es noch nicht konkret, also was er jetzt da wirklich abgerechnet hat. Er behauptet, es stimmt alles nicht, aber genau das muss aufgeklärt werden. Mhm. Herr Haselmeier, um vielleicht noch das Thema der Wahl zu komplettieren, wie gut hat denn die Doppelspitze Hofer-Kickl funktioniert? Die Doppelspitze hat in Wirklichkeit sehr gut funktioniert und in der letzten Woche, da kann weder der Hofer noch der Kickl was dafür, waren sie eigentlich nur noch Passagiere vom Strache, ja, der das Auto, um hier in der Bildsprache zu bleiben, wirklich das Auto der FPÖ an die Wand gefahren hat. Vielleicht noch ein Satz zu Luger und vielleicht zur Erklärung. Ja. Postenbesetzungen, ja, das kommt auch draußen bei den Menschen anders an, weil sie gesagt haben, ja, das haben die Roten und die Schwarzen halt über Jahrzehnte gemacht, haben es halt die Freiheitlichen gemacht. Ja. Thema Ibiza, ich habe es am Anfang bei meinem Statement schon gesagt, ja, grauslich, speziell zack, 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 speziell hier im Haus, ein paar außer, ein paar einer. Ja, da beizelst du wirklich ab, wenn du, sage ich einmal, dieses Video auch siehst. Trotzdem weniger bei den Menschen ankommen. Warum das andere so stark ankommen ist, wir sind ja alle in der Blase und bewegen uns in der Blase, konsumieren Politik ganz anders als der normale Bürger, die normale Bürgerin
auf der Straße draußen. Aber unter das haben sie sich was vorstellen können. Unter 2.500 Euro haben sie sich was vorstellen können. Unter einer Uhr und unter einer Gartenmauer haben sie sich was vorstellen können. Und da haben sie gesagt, das wollen wir nicht. Speziell bei einer gerne immer gern gesehenen Rolle der FPÖ als Saubermacherpartei und auch als neue Arbeiterpartei in Österreich. Und das war der Knackpunkt. Das ist der Punkt. Mhm. Die FPÖ hat ihre Glaubwürdigkeit in diesen Bereichen verloren. Vielleicht noch nicht ganz, aber doch. Mhm. Und das ist der Punkt, denn eine Oppositionspartei dieser Art, wie es die FPÖ war, bis zum Regierung, die lebt von Glaubwürdigkeit. Dass die Leute sagen, ihr seid anders, ihr seid nicht korrupt, ihr habt keine Freihandelwirtschaft, ihr macht keinen Postenschacher. Und dann sehen die Leute, na hoppla, sie sind nicht schlechter, aber auch nicht anders. Ne? Und das wird auch die große Aufgabe sein für die FPÖ, das wieder zu erkämpfen oder sich das zu erarbeiten. Denn Erfolg wird sie noch haben, da sind wir nämlich auch bei der Geschichte, wie kommt man aus der Negativspirale heraus. Erfolg wird sie noch wieder haben, wenn sie dieses Glaubwürdigkeit Defizit wieder ausräumen kann, beziehungsweise gut machen kann. Da habe ich genau einen Einwand. Und zwar, du hast mir gesagt, die FPÖ hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Also wenn man es genau betrachtet, war es eine Person, die dieses ganze Schlamassel gemacht hat. Das heißt, bis auf diesen Vorwurf mit dem Gartenzaun, den ich gerade erklärt habe, warum der notwendig war, aus Sicherheitsgründen, gibt es ja nur Vorwürfe gegen eine Person. Und jetzt erklären Sie mir mal, warum ich sofort Gewerkschaftsverhandlungen abbrechen soll, nur weil einer mit der Kasse verschwunden ist. Das liegt das aber daran, wenn eine Partei so stark auf ihren Spitzenmann hin fokussiert ist, wie die FPÖ und wie die FPÖ unter Haider auch, dann ist die Person die Partei. Ne? Ja. Und davon muss man sich jetzt zwangsläufig lösen. Das ist sicher ein Fehler, aber da gibt es jetzt auch die neue Doppelstrategie, die ich gut finde, Hofer-Kickl, dass man eben nicht den gleichen Fehler wieder macht, dass man nur auf eine Person fokussiert, sondern hier Doppelspitze hat. Frau Vettermann, im Wahlkampf warb die FPÖ ja auch damit, dass sie Sebastian Kurz vor einem Linkskippen bewahren möchten und unbedingt auch wieder in die Regierung möchten als Juniorpartner. War das denn eine gute Taktik oder wurde das bei den Wählern als Anbiederung wahrgenommen? Also ich schätze jetzt einmal, dass dieses wir bewahren Kurz davor, dass er nach links kippt, durchaus gut angekommen ist. Man muss ganz offen zugeben, auch die Wahlwerbevideos waren mit einem gewissen Humor gemacht, ob das jetzt die Paartherapie war oder das eine da in der Bar, konnte man schon darüber schmunzeln, wenn man sowas lustig findet. Diese extreme Anbiederung an die ÖVP, da bin ich mir nicht sicher, ob das gut angekommen ist. Also nämlich so exzessiv und so offensiv zu sagen, bitte, bitte nehmt es uns wieder und das sogar auch zu plakatieren, das war schon eher eigenartig und auch einzigartig, würde ich sagen. Im Nachhinein ist man natürlich immer gescheiter, aber ich kann schon noch eines sagen und das sagen uns schon auch die Zahlen vor dieser vermeintlichen Spesenaffäre, es gilt ja noch immer die Unschuldsvermutung in Österreich, dass das ganz klar war, dass die Freiheitlichen trotzdem bei rund um 20% stehen und dort sind sie wirklich über Wochen lang gepickt. Das heißt, auch diese Anbiederung, wenn man so nennen mag, an die ÖVP und die Videos, wie es Doris Vettermann schon komplett richtig angesprochen hat, ist eigentlich vom Wähler, von der Wählerin schon auch gutiert worden, von blauen Wählern. Ja? Weil die eine Neuauflage von Türkis-Blau wollten. Warum wollten sie das? Nach Ibiza ist diese Koalition abgestürzt in den Beliebtheitswerten, aber bereits Mitte August war sie die beliebteste Koalitionsvariante von Österreicherinnen und Österreichern und das hat sich aber noch Richtung Wahl weiter gesteigert. Der ORF hat aber am Sonntag auch gemeldet, dass noch immer mit 34% Türkis-Blau am beliebtesten wäre. Wobei das eher derzeit vom Tisch ist, aber da gehen wir vielleicht nochmal in eine Runde. Jetzt, wo Heinz-Christian Strache weg ist, soll man nochmal Türkis-Blau probieren? Naja, wie gesagt, schon, die FPÖ hat zwei Probleme. Ne? Sie hat einerseits ein parteitaktisches, wenn sie sich selber erholen will, wieder stark werden will, tut sie das in der Opposition sicher leichter. Ne? Auf der anderen Seite gibt es eine staatspolitische Verantwortung, wenn man sagt, es gibt ein Programm, das diese Republik braucht an Erneuerungen, Reformen. Das war sehr populär, 2/3 der Leute haben das unterstützt bis zum Mai dieses Jahres und das müssen wir weiterfahren, dann wäre es auch die Frage, ob man sich nicht opfern muss für das Gemeinwohl und für das Wohl der Republik. Ne? Nur im Moment schaut es nicht so aus. Ne? Es gibt noch andere Varianten auch, wie die Stützung einer Minderheitsregierung und. Das ist alles nicht gegessen, würde ich sagen. Herr Luger, was meinen Sie, Regierung also, oder Opposition? Ja, vielleicht auf das Opfer noch kurz einzugehen. Das macht vielleicht Sinn, ja, wenn einer, also wie in einer Ehe, nicht? Wenn sich einer aufopfert, dann funktioniert die Ehe meistens auch, ja. Nur halt auf Kosten des anderen. Und genau das Problem haben wir halt hier auch. Nicht? Das heißt, wenn der Sebastian Kurz, der ja nicht viel
Animo gezeigt hat, sich aufzuopfern, um diese Koalition weiterzuführen, weil das hätte er machen können. Nicht? Wenn man jetzt die Situation ansieht, wenn er jetzt tatsächlich mit uns wieder in eine Koalition eingeht oder wenn wir mit ihm eine eingehen, dann fragt sich ja jeder normalsterbliche Mensch, na, wofür war das alles? Dass der Kurz stärker wird, dass wir 10% verlieren und dann gleich weiter regieren und ohne Herbert Kickl als Innenminister? Also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das heißt, und das war auch diese Anbiederung, die ich gar nicht als Anbiederung sehe, sondern wir haben gesagt, wenn wir jetzt in die Opposition gehen, hätten wir jetzt gesagt, wir wollen Opposition. Ja? Wer sollte uns dann wählen? Weil die Leute wollten ja diese Regierung. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wenn wir stark genug sind, machen wir weiter. Nur der Wähler hat uns eben nicht das Vertrauen dementsprechend ausgesprochen und wir sind eben nicht stark genug. Und wie soll man jetzt mit dem Sebastian Kurz so gut verhandeln, dass er weiterhin freiheitliche Politik macht? Mhm. Denn um das geht es ja. Ne? Frau Vettermann, wie realistisch ist denn Türkis-Blau? Steht das überhaupt noch im Raum? Im Raum steht im Moment alles. Es scheint nicht sehr wahrscheinlich zu sein. Ich finde es sehr spannend, es gibt jetzt auch von freiheitlicher Seite schon die Erzählung, wir sagen jetzt absichtlich, wir gehen in die Opposition, damit wir die ÖVP unter Druck setzen. Und wenn das dann mit den Grünen scheitert, dann stehen wir wieder da. Ich halte es ehrlich gesagt für relativ unwahrscheinlich und unrealistisch, aber weniger aus Sicht der FPÖ heraus, sondern eher aus Sicht der ÖVP. Warum sollte Sebastian Kurz jetzt mit dem großen Wahlverlierer, mit einer Partei, die 10% verloren hat, eine Koalition eingehen? Ich glaube, da würde er sich selber auch massiv beschädigen. Herr Haselmeier, wir gehen noch ein Stückchen in die Zukunft. Und zwar nächstes Jahr stehen die Wien-Wahlen an. Was bedeutet denn das Ergebnis vom Sonntag für Wien? Es hat natürlich Auswirkungen auf die Wahlen in der Bundeshauptstadt. Aber die wichtigste Frage wird sein, welche Koalitionsvarianten liegen am Tisch. Wie Doris Vettermann richtig gesagt hat, derzeit relativ viele. Ja. Was kommt am Ende des Tages? Ich rechne nicht damit oder wir, dass unterm Christbaum eine neue Regierung liegt. Ich denke, dass das sehr lange und harte Verhandlungen werden. Das dauert sicher, sage ich einmal, bis ins Jahr 2020. Also wer glaubt, denke ich zumindest, dass das zu Weihnachten alles erledigt ist, glaube ich, täuscht sich diesmal ganz stark. Und dann hängt es davon ab, wer ist drinnen. Und dementsprechend wird sicher auch die Positionierungen der einen oder der anderen Partei bei der Wien-Wahl sein. Das kommt ja erschwerend noch dazu. Sind die Grünen zum Beispiel in einer Regierung dort mit der ÖVP, hat das natürlich Auswirkungen auf die Grünen. Wären die Roten drinnen, hat das natürlich Auswirkungen auf Ludwig und dort, der noch immer einen sehr starken SPÖ-Kader in Wien natürlich auch führt. Also das ist in Wirklichkeit eine ganz spannende Geschichte, die uns noch das ganze Jahr 2020 begleiten wird. Ja, aber Herr Haselmeier, ja? Ist es nicht so, dass ja jetzt im Moment alle die politische Blase, wie Sie es nennen, oder die politische Kaste, oder wie man sagen will, es wahnsinnig schick und wahnsinnig charmant finden würde, wenn also die Wahlsieger, die Grünen und die ÖVP zusammengingen. Das ist ja, und das kommt von Deutschland, alle sagen, also das ist super. Aus anderen Staaten, die Zeitungen, na, Tageszeitungen, Wochenzeitungen in Österreich, klar, schreiben. Interessanterweise ist der Einzige, der da zu bremsen scheint, ich erinnere an das Kurzinterview im deutschen Fernsehen am Sonntag, ne, wo er also deutlich gebremst hat, was ich nicht festlegen wollte. Ne? Es kommt also von Kurz, dieses Bremsen. Mhm. Und da muss man sich schon fragen, wie soll der Kurz hat sich schon sehr klar inhaltlich positioniert, auch wenn du sagst, das sind freiheitliche Positionen, die er vielleicht nicht unbedingt verinnerlicht hat, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn er sagt zum Beispiel, zurückschicken der Migranten auf See, aufgefischten Migranten nach Libyen, wie will er denn das mit den Grünen machen? Das bin ich gespannt. Oder die Mindestsicherung neu. Oder die Deutschklassen in den Schulen. Wie will er das mit den Grünen machen? Die Grünen, die jetzt so ein Selbstbewusstsein haben, ne, die jetzt unglaublich auf einer medialen und auf einer Euphorie, Welle der Euphorie schwimmen, ob die das wirklich dem Kurz mittragen werden? Vielleicht ein Satz dafür kurz? Oder? Ja, mach mal. Ja. Nein, ich wollte nur, weil ich auch die ersten Reaktionen vom Kogler waren ja sehr interessant, ne, dass wir sich sehr bedeckt gezeigt hat, was jetzt die Koalition bedeutet, weil er natürlich ganz genau weiß, der Kurz hat im Wahlkampf immer wieder gesagt, er will seinen Weg fortsetzen und sein Weg war eben auch ein freiheitlicher Weg, weil er hat ja immer die ganzen Ideen von uns aufgenommen in sein Programm und hat so getan, als wären es seine Ideen. Wie will er denn diesen Weg, der auch ein Teil freiheitlich ist, mit den Grünen umsetzen? Das ist eigentlich unmöglich. Und das ist das Problem. Und der Kogler weiß das auch. Und der Kogler weiß natürlich, wenn er tatsächlich mit dem Sebastian Kurz ein freiheitliches Programm umsetzt, was der Sebastian Kurz versprochen hat, dann ist er tot. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Grünen mit knapp 14% derzeit glauben, sie haben 50%. Ja, also genau. das muss man auch wirklich sagen. Also wenn man die eine oder die andere Wortmeldung auch richtig hört und versucht auch zu verstehen.
Nichtsdestotrotz hat Kurz vielleicht auch ein Schüsselproblem aus dem Jahr 2002. Damals hat der Schüssel noch mehr Prozent, 42%, und er dachte, das sind doch alles ÖVP-Stimmen. Genau das Gleiche könnte die ÖVP sich jetzt denken. 37,5% derzeit, es sind ja noch nicht alle Wahlkarten ausgezählt. Das sind doch alles ÖVP-Stimmen. Da sind doch sehr viele blaue Stimmen drinnen, die diesmal blau gewählt haben, weil die ÖVP halt diesen Kurs gefahren ist, speziell auch mit dem Migrations- und Ausländerthema. Ja. Und natürlich, wenn die jetzt mit einer linkeren Partei wie den Grünen und der SPÖ in einer Koalition wären, können sie das definitiv nicht mehr fahren. Das heißt, diese Wähler sind auf einmal sofort weg. Davon würde meines Erachtens eins zu eins die Freiheitlichen in dieser Sekunde wieder profitieren. Und da reden wir schon von 5-7%. Frau Vettermann, also das ist eine nicht ohne. Ähnliche Situation gab es ja schon einmal, als Van der Bellen damals mit Schüssel verhandelt hat. Und da wurde ja dann aufgrund des Abbruchs der Gespräche dann gemunkelt, das war nur zum Schein, dass er mit den Grünen verhandelt hat, um sich dann sowieso wie geplant mit den Freiheitlichen zusammenzutun. Kann das jetzt auch passieren, so etwas, dass man zum Schein mit den Grünen verhandelt und dann zum Schluss kommt, die FPÖ gibt es vielleicht billiger als Koalitionspartner. Davor haben wir noch die Sozialdemokratie, Entschuldige, dass ich jetzt da... Aber gut, die haben ja bewiesen die letzten zwei Jahre, ich will jetzt nicht auf die Roten aufdreschen, aber dass sie eines nicht können, und das ist Opposition. Das heißt, eigentlich als SPÖ muss ich eigentlich versuchen, in eine Regierung zu kommen, das darf man nicht vergessen. Entschuldigung. Also der Vollständigkeit halber, es gibt auch noch die SPÖ. Ja. Also prinzipiell glaube ich, dass alle seit damals dazugelernt haben, sowohl die Grünen als auch die ÖVP. Was ich vorher noch sagen wollte, ich glaube, man muss jetzt schon noch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen bei allem, was jetzt Sebastian Kurz sagt, was Werner Kogler sagt. Das ist so wie im Wahlkampf. Ich würde jetzt nicht jede Aussage gleich direkt nach der Wahl für bare Münze nehmen. Dass sich jetzt niemand festlegt, noch bevor überhaupt Sondierungsgespräche, sonstige Gespräche, Termine waren, finde ich eigentlich relativ logisch, dass sich auch die ÖVP alle Varianten offen lässt. Auch die mit der SPÖ finde ich auch logisch. Und ich glaube schon, dass alle mitsamt unter Druck stehen irgendwo. Also es ist so richtig leicht, auch wenn das Wahlergebnis sehr klar ist, so richtig leicht, finde ich, hat es jetzt auch niemand. Mhm. Sebastian Kurz muss eine Regierung zusammenbringen. Wirklich logisch ist keine der drei Varianten, auch für die ÖVP nicht. Wenn es die Grünen sein sollen, werden sich die wohl auch etwas bewegen müssen. Es gibt eine Variante, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Minderheit. Nein, auch das war möglich, die Minderheitsregierung, die ich nicht für sinnvoll und auch nicht für umsetzbar halte. Aber eine Variante gibt es noch, dass man noch vor dem Sommer nächsten Jahres Neuwahlen. Ja, auch noch eine Möglichkeit. Wenn es keine Regierung gibt, dass Neuwahlen kommen. Also das ist sicher nicht populär. Die Österreicher denken ja, was das aber kostet. Aber Sebastian Kurz könnte sagen... Ich lehne mich auch nicht weit aus dem Fenster, um zu sagen, mit Sicherheit... Sebastian Kurz könnte sagen, es will niemand mit mir, ich habe so ein tolles Programm, aber es will keiner, machen wir Neuwahlen. Eine ganz klare Geschichte, die bei den Menschen nicht ankommt. Die Minderheitsregierung, das ist nicht so abwegig. Schau, Dänemark ist ein vergleichbar großes Land wie Österreich in der EU und hat lange Jahre eine Minderheitsregierung, eine konservativ-liberale gehabt, die von einer Rechtspartei, von der Dänischen Volkspartei parlamentarisch gestützt war, die trotzdem eine Oppositionspartei ist, nicht geschrumpft ist, sich regenerieren konnte, stärker geworden ist und die das gemacht hat. Ne? Das heißt, du musst ja nur das Budget, das ist die Frage. Schau, wenn ich eine staatspolitische Verantwortung habe und ich sage, ich will eben nicht, dass die Republik noch links kippt mit den Grünen, dann muss ich sagen, ja, Parteien sind Mittel zum Zweck. Parteien sind keine Kirchen, ne, die man anbetet. Parteien sollen einen politischen Zweck zum Wohle der Republik erfüllen, ne? Auch die FPÖ. Ne? Und das ist die Frage, ob man nicht sagen muss, wenn die Republik nicht nach links kippen soll, wenn sie diesen Kurs, der ein freiheitlicher Kurs ist, wie du selber sagst, weiterführen soll. Ne? Wir können aber nicht in die Regierung gehen, weil das haben wir hin. Also stützen wir sie für einen gewissen Zeitraum. Das ist eine Frage. Aber Herr Mölzer, weil Sie es auch schon am Anfang mehrfach angesprochen haben, vielleicht noch eine Anschlussfrage. Norbert Hofer möchte ja die FPÖ zu einer modernen zu dem modernen freiheitlichen 4.0 machen. Wie sehen denn diese modernen freiheitlichen 4.0 aus? Das müssen Sie aber den Hofer fragen. Ich weiß nicht, Ihrer Meinung nach. Was heißt denn jetzt 4.0? Sie sind ja der Chefideologe. Ja, von meinem eigener, das ist alles. Nein, die Sache ist die, schauen Sie, die Alternative zu einer rechtspopulistischen Partei mit Star-Kult, ne, ich sage nicht Führerkult, sondern Star-Kult, ne, ist die einer vernünftigen rechtsliberalen Partei, die natürlich unter Umständen keine 30% hat, sondern nur 18%. Ne?
oder 20 vielleicht, um jetzt positiv zu sein, ne? Und die berechenbar ist, die jetzt nicht unbedingt große politische Stars hat, sondern eine kollektive Führung, die zum Beispiel sich jetzt abzeichnet. Ne? Wir haben also den Hofer, wir haben den Kickl und wir haben den Manfred Heimbuchner, ne? Der ein starker Landesobmann ist und vernünftige Politik macht, der auch zeigt, wie man regieren kann und. Ne? Sowas wäre auch eine Möglichkeit, ne? Dass man inhaltlich weniger beliebig ist, sondern wirklich stringenter an einer Programmatik sich bindet und dafür auch unter Umständen regierungsfähiger ist. Vielleicht nicht so stark, aber viel berechenbarer und rationaler. Ne? Das wäre eine Möglichkeit. Das ist ein Wunschtraum von mir, ich weiß es, aber kann man versuchen. Vielleicht schaut dir jemand zu von der FPÖ. Ja, hoffentlich nicht. Herr Haselmeier, was ist denn personell bei der FPÖ zu erwarten? Geht jetzt dann Kickl nach Wien? Wird jetzt Norbert Hofer dann Nationalratspräsident? Wie stellt sich jetzt die Partei personell neu auf? Also die Doppelspitze wird sicher jetzt mittelfristig geben. Ja. Norbert Hofer, die Freiheitlichen haben ja schon angekündigt, dass sie Norbert Hofer vorschlagen wollen zum dritten Nationalratspräsidenten. Das passt auch. Erstens hatte er diese Position schon inne. Und wenn man auf die anderen Parteien hört, hat er das dort gut gemacht. Ja. Nur Parteiobmann ist noch nie ein Nationalratspräsident gewesen. Das ist vollkommen richtig. Auf der anderen Seite natürlich den Kickl. Du brauchst den Kickl als Clubobmann, ich sage einmal als Angreifer, der speziell bei der freiheitlichen Kernwählerschicht und Kernwählerschaft hineinstreut. Der Hofer kann durchaus in andere Klientels auch hineinstrahlen, hat er ja bereits gemacht als Bundespräsidentschaftskandidat, hat nur jetzt nichts genutzt wegen der Spesengeschichte, aber den Kickl brauchst du bei den eigenen Leuten. Das funktioniert, glaube ich, gut, diese Doppelspitze, und du kannst auch nicht sofort jetzt den Hofer quasi wegwischen, nachdem Ergebnisschuldige, der hat gerade vor 14 Tagen 98,25% gekriegt. Das war ein Weltklasse-Ergebnis, ja, muss man auch sagen. Da haben viele geschrieben, Kampf, Kickl, Hofer, und dann kriegt er über 98%. Das muss man wirklich neidlos anerkennen. Ja. Dementsprechend kannst du ihm nicht in der politischen Mülltonne, sage ich jetzt, augenzwinkernd entsorgen. Funktioniert nicht. In Wien haben die Freiheitlichen ein viel, viel größeres Problem. Ja. Die Wiener Spitze, ja, die ist politisch, ja eh. Und das ist schon der liebste Ausdruck, den ich hier im Fernsehen sagen kann. Was meine ich damit? Eine breite Bevölkerung kennt die Spitzenpolitiker der FPÖ in Wien nicht. Ich weiß auch nicht, für was die ein, zwei Herren, ja, Nepp, Krause und so weiter und wie sie alle heißen, für was stehen denn die überhaupt? Weiß ich als normaler Bürger auch nicht. Ich natürlich schon, wir wahrscheinlich auch, aber wir sind nicht repräsentativ. Und da hat natürlich die FPÖ in Wien ein Mega-Problem bei der nächsten Wahl, und die kommt schneller, als man denkt. Frau Vettermann, was ist denn Ihr Tipp für die Wien-Wahl? Wer wird da an der Spitze stehen? Wird das Dominik Nepp selbst machen? Kommt da jetzt noch irgendjemand nach? Wechselt vielleicht Kickl? Also was ich zuerst noch sagen wollte, Herr Mölzer, von Ihnen, das war fast schon ein basisdemokratischer Ansatz für eine breitere Spitze bei der Freiheitlichen Partei. Andreas Mölzer wird milder in seinem Alter. Das finde ich ausgesprochen spannend. Nein, das ist alles denkbar. Das ist alles denkbar. Alles denkbar. Sie werden sich noch wundern, was möglich ist. Um ein berühmtes Zitat zu bringen. Aber zu Wien, also bin wahrscheinlich nicht allein, wenn ich jetzt davon ausgehe und sage, da wird wohl Herbert Kickl kommen. Ja, aber glauben Sie, dass er eine Niederlage verwalten will? Nein. Ich weiß nicht. Weil dass Wien jetzt ein triumphaler Sieg wird, ist fast ausgeschlossen. Ne, für die das FPÖ, ist das ne? Thema, was gegen Kickl spricht. Ja. Ja. Warum? Weil die Freiheitlichen haben glaube ich, über 30% bei der FPÖ, die FPÖ bei der Wien-Wahl gehabt. Und da ist es durchaus denkbar, dass du um die 20 bist oder sogar noch darunter. Wie gesagt, 12 haben wir gehabt. Das würde man natürlich sagen, nicht einmal mit dem Kickl schaffen sie das. Ist es gescheiter, der Nepp tritt an und macht 18% oder vielleicht schafft er doch den 20er und man feiert sich hoch und sagt, super, Champagner auf, hätte schlimmer kommen können, haben wir das doch noch herumgerissen. Nein, der Nepp ist ein netter Bursche, hat natürlich keinen Bekanntheitsgrad. Genau. Ne? Aber daran kann man ja arbeiten. Ne? Das ist eher eine Frage deswegen des Geldes. Deswegen sehe ich eher Nepp. Frau Vettermann, wie... Darf ich vielleicht noch ganz kurz was zu Wien und zum Dominik sagen? Ja, ich kenne einen ewig langen Dominik, ich weiß, was er imstande ist zu leisten. Dass er unbekannt ist, das ist natürlich ein Vorwurf, den kann man jedem machen. Nicht? Jeder, der frisch in die Politik kommt oder noch nicht so lange dabei ist oder von der Öffentlichkeit noch nicht so wahrgenommen wurde, ist relativ unbekannt. Aber daran kann man arbeiten, es wird auch noch viel passieren. Und die Frage ist jetzt, wie die Wien-Koalition aussieht. Das wird sich auch stark auf Wien auswirken, also die Koalition im Parlament. Das heißt, wenn es zum Beispiel Schwarz-Rot
kommen sollte, könnte das für die FPÖ in Wien natürlich ein Riesenvorteil sein. Also das muss man sich mal anschauen. Definitiv auch kein Rückenwind, ja, bei Türkisrot. Jetzt aber, Frau Vettermann, genau. Wie lange glauben Sie denn, wird es die Partei brauchen, um sich zu regenerieren? Geht sowas schnell nach so einem, nach so einer Spesenaffäre oder wird das Jahre brauchen? Das wird schon eine Zeit lang brauchen. Ich denke aber, die FPÖ hat Erfahrung in der Opposition und das ist wirklich die Rolle, die sie kann. Das hat die FPÖ auch oft genug und lang genug bewiesen. Definitiv besser als regieren. Und zu Wien einfach noch generell glaube ich, dass die FPÖ jetzt wieder weiter nach rechts rücken wird und sich zu einer, nennen wir es mal, Hardcore-Partei formen wird, wo einfach Herbert Kickl eine gewaltige Rolle spielen wird. Und das würde für mich, für ihn wieder gerade auf das Wiener Terrain, wo wahrscheinlich auch viel zu holen ist, sprechen, dass er in Wien antritt. Mhm. Herr Mölzer, Sie haben ja durchaus auch Erfahrung innerhalb der Freiheitlichen Partei und haben auch damals schon die Parteispaltung miterlebt. Sind alle Gerüchte einer eigenen Liste Strache vom Tisch? Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie Sie gesagt haben, Es ist weder das Geld noch die Unterstützer da. Aber schauen Sie, die Gefahr, dass sich Parteien intern zerstreiten, gibt es ja überall. Die gab es bei der ÖVP, die gibt es bei der SPÖ jetzt, die gab es bei den Freiheitlichen auch. Ich sehe oder würde so eine Gefahr viel eher sehen, wenn Sie in eine Regierung gingen, wirklich in der Regierung, und dort natürlich marginalisiert würden als kleiner Partner, wie du das sagst. Ne? Und da, das war ja auch 2002 und danach dann die Gefahr, man ist immer schwächer geworden und dann hat ein Flügel eben gesagt, na heute machen wir nicht mit, jetzt hören wir auf, und der Haider hat dann gesagt, das sind die Destruktiven und da müssen wir uns abspalten. Ne? Das heißt, jetzt ist die FPÖ geschlossener als die meisten anderen Parteien, auch wenn es eine Doppelspitze gibt. Ne? Das heißt ja nicht, dass es zwei Lager gibt. Ne? Die alte Geschichte, national gegen liberal und so, das ist alles schon längst am Tisch. Das war das vorige Jahrhundert. Ne? Ich bin der letzte Nationale. Ne? Also von mir kann sich niemand mehr abspalten. Ne? Aber ich sehe also, die Geschlossenheit ist eigentlich der Triumph der FPÖ. Und was wir vergessen haben heute zu erwähnen, und was man erwähnen sollte, das doch relativ große Stammklientel. Ne? Wir sind zwar jetzt auf das fast reduziert worden bei dieser Wahl, aber das ist vorhanden. Ne? Und das ist eine Basis, die wir früher nicht gehabt haben zum Aufbau. Ne? Und bei einer Mitte-Links, bei einer möglichen Mitte-Links-Koalition, wir werden es ja sehen in den kommenden Monaten, kann das relativ rasch gehen, dass die Blauen gleich mal wieder auf 20% und mehr sind. Ja? Weil dann viele sagen, naja, dieser Kurs, ich glaube, für jeden Blau ist da ist Grün, also das ist schon sehr weit weg. Das ist genau der Knackpunkt, der Punkt. Das heißt, der Sebastian Kurz hat ja ein Riesenproblem, weil er hat bei der Wahl gesagt, wir fahren den Kurs weiter, aber nicht dazu gesagt, dass er nur einen Partner gibt für diesen Kurs, nämlich die FPÖ. Also er hat auf der einen Seite gesagt, wir fahren den Kurs weiter, aber wir wollen mit der FPÖ nicht, hat er zumindest durchklingen lassen. Nur es gibt sonst niemanden, mit den Roten geht es nicht, mit den Grünen geht es nicht. Also wie er jetzt liefern will, seinen eigenen Anhängern. Ein strategisches Dilemma, genau. Und das muss er jetzt auflösen. Und da ist natürlich für uns viel Potenzial, enttäuschte FPÖ-Wähler, die jetzt zur ÖVP gegangen sind, kurzfristig wieder zurückzuholen. Genau. Das heißt, für die FPÖ heißt es dann zurücklehnen und abwarten und bei der nächsten Wahl wird es besser? Also zurücklehnen garantiert nicht, da bin ich ganz bei dir. Wir müssen uns wirklich konsolidieren, wir müssen auch Compliance-Regeln machen. Also intern muss was passieren. Intern, genau, Compliance. Ja. Es müssen ordentliche Regeln her, dass sowas nie wieder passieren kann. Und der Hof hat es ja auch gesagt. Das darf nie wieder passieren. Wir dürfen nie wieder an uns selber scheitern. Und da ist, glaube ich, alles gesagt. Ich glaube, es ist unschön, die Hand im Sack der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu haben. Und das hat jedenfalls den Eindruck und macht den Anschein, dass das die FPÖ hatte, was ihnen am Ende des Tages jetzt bei der Nationalratswahl komplett auf den Kopf gefallen ist. Aber das lässt sich abstreifen. Und das muss sich sehr schnell ändern. Wenn man das nicht radikal ändert, und das kann man nur mit, wie das jetzt modern heißt, Compliance-Regeln, früher hat es Ehrenkodex geheißen, ne? Das kann man nur so machen. Es hat das immer gegeben. Und der Haider, können Sie sich erinnern, diese Gehaltsobergrenze und so, das waren natürlich zum Teil Scheingeschichten. Gell? Aber man muss trotzdem wirklich signalisieren, dass Bereicherung durch die Politik nicht möglich ist. Frau Vettermann, Sie haben politisch ja auch sehr viel Erfahrung und haben sehr viel in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich gesehen. Wie schnell oder wie langsam geht denn sowas, dass man so einen Ruf abstreift? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich von Partei zu Partei verschieden. Aber wie schon vorher gesagt, eben die FPÖ hat Erfahrung in der Opposition, fühlt sich da, glaube ich, auch sehr wohl und kann sich dort wahrscheinlich schneller, als es auch eine andere Partei könnte, wieder erfangen und wieder sukzessive nach oben arbeiten, das denke ich schon.
Herr Mölzer, wie will man denn diese groß angelegte Wählerrückholaktion anlegen? Oder wie sollte man sie anlegen? Indem man die Gunst der Kronenzeitung wieder sich erkennt. Und dann mit der Mithilfe wird das vielleicht möglich sein. Deswegen sitzt sie da. Ich bin ein Privatmann. Deswegen sofort so gesagt. aber Spaß beiseite, das ist natürlich schon ein Faktor. Schauen Sie, die Regierung hat es auch deswegen, und da möchte ich schon an dich anknüpfen, die Regierung, die FPÖ-Regierung war wirklich nicht schlecht. Also auch die Minister, gut, vom Vizekanzler, das war ja eher eine andere Geschichte, aber die freiheitlichen Minister haben gute Arbeit geleistet, das hat die Bevölkerung so gesehen, ne? Bis Ibiza. Ne? Und das war nicht schlecht. Also daran liegt es nicht, ne? Zu sagen, also nur Opposition, das ist nicht so. Nur man hat wirklich keine mediale Unterstützung gehabt. Mit Ibiza war das natürlich völlig weg. Ne? Da haben wir auch Medien, die sonst früher sachlich vom Thematischen her freundlich berichtet haben oder zustimmend, einfach gesagt, so jetzt reicht's. Ne? Und man braucht natürlich auch wieder Medien, die zumindest thematisch, das muss ja keine Parteijubelberichterstattung sein, aber von den Themen her sagt, jawohl, das ist wichtig und das und das und das. Und das wird die FPÖ sich mühsam erarbeiten müssen. Ne? Also ob Sie da so viel Zustimmung bekommen, wenn Sie sagen, Beate Hartinger-Klein hat gute Arbeit geleistet im Ministerium, bin ich mir nicht so sicher. Schauen Sie, die Zusammenlegung der Sozialversicherungen, da bin ich fest davon überzeugt, ist ein Projekt, das zum Beispiel für Österreich notwendig war. Und das ist das Einzige, was übrig bleiben wird von der Frau Hartinger-Klein. Man kann es natürlich auch einwerfen, an diesem Mega-Ressort wäre jeder gescheitert. Schwer. Möglich. Schwer. Aber schwer. Herr Luhr, Sie wollten auch noch was dazu sagen. Ja, also was die Zusammenlegung betrifft, bin ich ganz auf deiner Seite. Also, und auch wenn Sie intern, also wenn man die Leute gefragt hat, die mit dir zu tun haben, haben alle gesagt, endlich eine Ministerin, die weiß, was sie tut. Also sie hatte schon nach innen unglaublich viel Kraft. Mag sein, dass die ein oder andere mediale Auftritt ein bisschen unglücklich war und auch Formulierung manchmal ein bisschen unglücklich, aber sie wusste, was sie tut und es war notwendig, dass wir da endlich was getan haben. Ja? Und das, was du gesagt hast, war auch spannend. Jetzt weiß ich nicht mehr, was du genau gesagt hast, aber es war wahnsinnig spannend. Vergiss es. Ja, das war eher einschläfernder Spannend. Nein. Wie die Wählerrückholaktion funktioniert. Genau, es geht um die Kronenzeitung. Das war das Spannende dran. Ja. Und zwar hat es gesagt, wenn die Krone uns wieder etwas gewogener ist. Man muss sich einmal eins vorstellen. Wir sind eine Partei, die von allen geprügelt wurde, wirklich von allen. Wir hatten diese Skandale, wir hatten einen Obmann, der gewisse Dinge gemacht hat. Also wir hatten alles gegen uns und trotzdem sind wir bei 16%. Also das zeigt doch, dass es in Österreich einen gewissen Bedarf gibt für die Partei, für diese freiheitliche Partei. Das heißt, wir decken ein Spektrum im politischen Feld ab, das gebraucht wird. Und das ist unser Asset und da müssen wir drauf aufbauen. Das heißt, wir müssen noch stärker dieses Feld abdecken. Und das Feld ist natürlich auch migrationskritisch. Das ist keine Frage. Und da müssen wir stärker drauf. Frau Vettermann, waren die Medien zu böse? Darauf wollte ich gerade antworten. Also ich glaube, das liegt immer in der persönlichen Wahrnehmung. Also es ist nicht jetzt Sie persönlich, aber die Freiheitlichen sind ja nicht die Einzigen, die sich schlecht behandelt fühlen. Nicht nur von uns, sondern generell von den Medien. Der Vorwurf kommt ja von den anderen Parteien an uns genauso. Auch die SPÖ fühlt sich zuweilen schlecht behandelt. Auch die ÖVP. Also ich glaube, das liegt halt einfach wirklich im Auge des jeweiligen Betrachters. Ja, aber ein bisschen geprügelt sind wir schon worden und das verstehen wir auch. Da haben wir auch Verständnis dafür, weil wir waren ja auch schlimm. Ne? Aber jetzt muss das irgendwann einmal wieder vorbei sein. Schön, ne? Dass Sie es auch so sehen. Naja, aber sind wir ehrlich, schauen Sie, die Geschichte mit dem Chor her und mit dem Teuner und mit diesen ganzen Geschichten, das wurde medial natürlich wesentlich geringer abgehandelt wie die Strache-Späßen. Das ist Wahrheit, es wurde schon abgehandelt, okay, es sind dann nur in der Sekunde die Späßen explodiert. Die Chorherr-Geschichte war kurz davor. Genau, rechtzeitig. Oder rechtzeitig, ja. Herr Haselmeier, was ist denn jetzt für die nächsten Wochen und Monate zu erwarten? Was passiert da? Ganz lange und sehr viele Gespräche untereinander, Paartherapien, nicht nur zwischen ÖVP und FPÖ, sondern auch zwischen der ÖVP, den Grünen, der ÖVP, der SPÖ. Also das wird ganz lange dauern. Nächste Woche wird Bundespräsident Van der Bellen Sebastian Kurz den Auftrag geben, eine Regierung zu verhandeln. Ja. Aber ich habe schon früher gesagt, das wird Wochen, wenn nicht Monate diesmal dauern. Zwar ein eindeutiges Ergebnis mit zwei starken Wahlgewinnern, ÖVP und Grüne, könnt ihr uns leicht machen, sagen wir, die gehen zusammen, die Sache ist erledigt, wird schnell und rasch über die Bühne gehen, wird es definitiv nicht. Die sind sehr inhaltlich weit auseinander, da braucht es, wie gesagt, hunderte Gespräche. Und nochmals, wer glaubt, unterm Christbaum liegt eine neue Regierung oder eine neue Koalition, irrt ganz stark. Herr Luger, nachdem Sie aus dem Parlament nun leider Gottes ausscheiden, was ist denn Ihr Zukunftsplan? Was wird's? Wie gesagt, ich mache jetzt einmal Urlaub. Ich habe schon ewig keinen mehr gemacht.
Ibiza. Nicht auf Ibiza, nein, und nicht mit einer Oligarchennichte. Nein, ich lasse mich einmal überraschen. Es wird sicher einiges auf mich zukommen in der Zukunft. Und ja. Bleiben Sie in Politik erhalten? Na, ich bin ein politischer Mensch, ich liebe Politik, ich sitze auch gern hier. Ich glaube, das merkt man. Und ja, also wenn es Gelegenheiten gibt, werde ich das natürlich auch in der Zukunft nutzen. Was ich beruflich mache, gibt es viele Möglichkeiten, überlege ich mir. Aber vielleicht einen Satz noch. Ich glaube das auch, dass das schwierig wird. Ich glaube sogar, dass es noch schwieriger wird, als Sie glauben, mit den Grünen oder mit den Roten eine Regierung zu machen, die auch noch freiheitliches Programm umsetzen soll. Ist so schwer wie Wasser aus einem Stein zu drücken. Und da wünsche ich Sebastian ganz viel Spaß dabei. Herr Mölzer, als ideologischer Vordenker und Chefideologe, was würden Sie denn Hofer und Kickl raten? Naja, auch einmal etwas Unorthodoxes wagen. Also keine Partei mit einem super Chef an der Spitze, sondern kollektive Führung, Sachpolitik, wenn auch aus scharfer in scharfem Oppositionsstil. Und unter Umständen, auch wenn man selber nicht mit am Drücker sitzt, Dinge unterstützen, die für Österreich und für die Republik wichtig sind, politische Projekte nämlich. Frau Vettermann, Ihr letzter Tipp, welche Koalition wird's? Also nur damit wir auch nicht alle das Gleiche sagen, sage ich jetzt ein bisschen was anderes und sage, ich glaube, dass die Koalitionsfindung nach der Wahl mit diesem Wahlergebnis um einen Schritt einfacher geworden ist. Sie ist sicher nicht einfach, aber doch mit diesem klaren Votum, mit dem klaren Ergebnis, würde ich sehen, ist es einfacher geworden. Und ich glaube, wenn sich Werner Kogler und Sebastian Kurz im Großen und Ganzen irgendwo einig werden, wird man sich sonst auch irgendwo finden. Und ich glaube, dass es jetzt schneller gehen könnte, als wir noch angenommen haben vor der Wahl. Was eines wird's? Darf man nicht vergessen, und das haben wir früher auch schon diskutiert. Ich will jetzt, Doris Vettermann hat sehr, sehr oft recht bei den Dingen und bringt das, analysiert das wirklich ganz zielgenau auf den Punkt. Ich schätze sie auch sehr. Aber da bin ich einfach ganz anderer Meinung, weil wir haben auch nächstes Jahr, wie wir schon gesagt haben, bei der Stadt Wien die Wahlen. Und eine ÖVP-Grün-Koalition ist definitiv keine Unterstützung und kein Boost für die Wiener Grünen. Und wir wissen, dass die Wiener Grünen da sicher auch noch ein Wörtel mitzureden haben. Und egal, wie sie dann zusammenkommen und sich einigen, die Grünen sind basisdemokratisch organisiert. Das ist auch gut so. Die müssen auch über die Koalition abstimmen. Auch hier könnte es ganz am Ende des Tages noch scheitern. Das war aber eine lange Rede. Was es nicht wird, was wird's? Boah. Ich glaube, alles, wirklich alles möglich. Grünen in der Pole Position. Ich würde aber die SPÖ nicht abschreiben, wenn die Grünen glauben, die Forderungen zu hoch zu schrauben oder die Wiener Grünen sich irgendwas anderes einbilden. Glaube ich schon, dass die Sozialdemokratie Gewehr bei Fuß steht, wie es so schön heißt, weil sie einfach nicht Opposition können und in die Regierung quasi müssen. Fast auszuschließen, aber nicht ganz ist es mit dem Plan. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass es keine türkis-grüne Geschichte geben wird, sondern wenn eine alte Koalition türkis oder schwarz-rot oder eine Minderheitsregierung mit freiheitlicher Duldung. Letzter Tipp, was glauben Sie? Ja, also ich tue mich auch schwer. Also wenn ich da anschließe, schwarz-rot wäre natürlich für uns optimal. Da haben wir in 2 Jahren wieder Wahlen. Und dann sind wir wieder voll da, weil die halten nicht länger wie 2 Jahre. Das ich dachte, bei Schwarz-Grün gibt es bald wieder Wahlen. Die kommen da jetzt an, also dann wird es überhaupt noch schwieriger. Also grundsätzlich glaube ich, dass die nächste Regierung nicht allzu lange halten wird, weil einfach die Unterschiede zu groß sind. Und wir das haben sie aber Kurz nicht erlauben. Noch einmal ein Scheitern. Ja, anscheinend ganz schwierig, sonst stört das niemanden. Wenn der Kurz hat jetzt die 2. Regierung zerstört, jetzt die 3., 4., so wie viele noch zerstören, wenn wir sehen. Dann haben wir italienische Verhältnisse. Ja. Also gibt es eine lustige Grafik von der sozialistischen Jugend gestern. Ich weiß nicht, ob das einer von Ihnen gesehen hat. Mit dem Sensenmann. Ja. Super. Also habe ich das richtig verstanden? Schwarz-Blau ist nicht vom Tisch, oder? Oder was also grundsätzlich ist nichts vom Tisch, aber es wäre halt jetzt nicht sehr schlau, mit diesem Sebastian Kurz, der jetzt so gestärkt wurde bei der Wahl, in eine Koalition zu gehen, auch wenn das natürlich staatspolitisch möglicherweise für Österreich gut wäre. Die Frage ist halt, ist es für Österreich gut, wenn die Freiheitlichen langfristig tot sind? Das ist wahrscheinlich auch nicht gut für Österreich. Das ist auch recht, ja. Gut, eine Politiker-Antwort, also keine klare Antwort. Also Sie können es offenbar immer noch. Noch kann ich es, ja. Kollege in einem Monat nicht mehr. Meine Herren, vielen Dank für diese Diskussion. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Alles zu den innenpolitischen Entwicklungen finden Sie natürlich auf krone.at und in der Kronenzeitung. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und ich wünsche Ihnen im Namen der gesamten Redaktion einen schönen Abend.